Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich das Wolfgangs Gentle Curved Messer mir mal genauer angeschaut. Bleibt's dran. Von vornherein möchte ich sagen, dass das Wolfgangs Gentle Curved ein traditionelles Taschenmesser ist, Klappmesser oder Slip Joint Messer, wie man so schön sagt. So, wunderbar klein, kann man perfekt mitnehmen überall. Das soll ja auch ein bisschen so ein alltagstaugliches Messer sein. Und ja, man sieht beim Einklappen, es hat eine Stufe dazwischen, aber trotzdem Vorsicht. Man kann sich definitiv dann schneiden. So sieht es aus. Was mir sehr gut gefällt, ist, das hat einen Ebenholzgriff, also ist auch wirklich Holz. Ja, und es gibt es auch in zwei Ausführungen, nämlich noch in Schwarz. Und bevor wir dazu kommen, machen wir mal ein kleines Unboxing. Auch wichtig, das Messer ist nach 42a deutschen Waffengesetz in der Öffentlichkeit führbar. So, Unboxing. So sieht die Schachtel jetzt aus. Schön mit dem Wolfgangs-Logo. Das finde ich immer sehr hochwertig. Die Packung selber ist auch nicht so groß jetzt wie sonst. Ist ja klar, das Messer ist ja auch kleiner. Dann haben wir wieder die Dankeskarten. Das schöne Wolfgangs-Tuch zum Saubermachen. Das Messer selber hier noch so eingeschweißt, habe ich extra gelassen, damit man das auch mal gescheit sieht. Und dann das Wunderbare, was mir so gut gefällt. Die echte Lederscheide. Richtig klasse. So, hier nochmal wunderbar zu sehen, die Lederscheide. Echtes Leder. Oh, das riecht so gut. Das erinnert mich direkt an die Kindheit, wenn ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater in einem Schuhgeschäft war. Neue Schuhe kaufen. Tja, da hat es im ganzen Laden auch so nach diesem echten Leder gerochen. Das hat mir sehr gut gefallen immer. Also da kommen dann gleich Erinnerungen wieder rauf. Genau, also so sieht das dann aus. Schön reingepackt und hier ist ja noch so ein Loch, also so eine Metallöse drin und die ist ganz sinnvoll, wenn man nämlich, da macht man Paracord dran, dann kann man das dann, oder irgendein anderes Band ist ja wurscht, dann kannst du es leichter rausnehmen, das mache ich jetzt auch schnell noch. So, jetzt habe ich das ergänzt und jetzt kann man schön sehen, mit ein bisschen Paracord hier einfach, so hast du dann die Möglichkeit, das ganz schnell wieder rauszunehmen. Also ich finde das eben praktisch, sonst musst du das so rumpopeln, es macht auf jeden Fall Sinn, das so zu ergänzen. Und dann hast du das schön hier. Das Messer in der Hand. So, noch ein paar Details. VG10 Stahl. VG10 Stahl ist eigentlich so das erste Mal, glaube ich, dass der Wolfgangs das macht mit VG10. VG10 ist ein rostfreier Stahl. Er ist sowohl rostfrei als auch ein Edelstahl. Um rostfrei zu gelten, muss er je nach Definition über den Chromanteil von mindestens 10,5 bis 13% Chrom verfügen. VG10 enthält 15,5%. Weiterhin darf der Schwefel- und Phosphorgehalt 0,025% nicht übersteigen. Da VG10 zwar frei von Schwefel ist, er aber mehr als 0,025% Phosphor enthält, ist VG10 genau genommen kein Edelstahl. Sonst immer V2 Stahl. Gegen V2-Stahl habe ich überhaupt nichts einzuwenden, habe noch nie Probleme damit gehabt. VG10-Stahl ist halt so, es ist von Haus aus sehr scharf und ja, hält lange, also bleibt lange scharf und ist auch ein bisschen einfacher zum Nachschleifen im Allgemeinen. Ja, und es ist normalerweise wirklich komplett rostfrei. Wenn man es zum Rosten bringt, weiß ich nicht, was man dann falsch macht. Genau, also das ist nochmal das braune Messer, da haben wir das schwarze, komplett identisch. Und hier ist auch eben Holz natürlich der Griff. Das gefällt mir wesentlich besser. Das hat so einen rustikalen Touch und gefällt mir einfach super gut. Diese runde Klinge, die Curved Klinge, gefällt mir auch sehr gut. Ja, macht einfach Spaß, das Messer. Ich könnte es immer ewig anschauen. Gefällt mir wirklich top. Ja, das hier wird auf jeden Fall so immer am Mann sein. Wenn ich wandern gehe oder halt... Ja, wandern eben. Im Alltag auch. Ist ja auch dafür gedacht. Deswegen heißt ja auch ein bisschen Gentle Curve. Soll ja auch ein bisschen, ja, einfach so im Alltag zu nutzen sein.
kann man auch auf jeden Fall machen. Ich möchte es jetzt nicht so runterdegradieren, das Messer, aber das werde ich halt auch hauptsächlich als Brotzeitmesser nutzen. Ich wollte schon immer ein schönes Brotzeitmesser haben. Und da eignet sich das dann wunderbar. Das hier wird ins EDC gepackt, weil es eben schön klein ist. Und das als Brotzeitmesser bzw. Allrounder für Wanderungen oder Alltag einfach immer dabei haben. Fertig, Ende aus. Coole Sache. Jetzt möchten wir nochmal schauen, ob es zum Schnitzen auch was taugt. Das macht man mit so einem kleinen Messer höchstens mal so ein bisschen was anschnitzen. Und ja, das geht ja schon mal. Geht ja schon mal ganz gut. Was willst du denn mehr machen mit so einem Messer? Dafür ist es ja wahrscheinlich gar nicht gedacht. Und ich finde, man sieht hier wirklich, die Schärfe ist nicht schlecht. Schon haben wir eine Spitze gemacht. Also einwandfrei. Das ist doch genau das, was es soll, was reicht. Für das schwarze Messer gibt es auch eine dunkle Lederscheide dazu, die dann absolut perfekt dazu passt. So, natürlich ist es kein Bushcraft-Messer. Wenn ihr sowas sucht, da verlinke ich oben nochmal zu dem mein Lieblings-Bushcraft-Messer von Wolfgangs, das Ambulo. Schaut euch das Video mal an. Das ist halt ein feststehendes, hat eine feststehende Klinge und das ist eben ein richtiger Klopper für draußen, für Bushcraften. Wunderbar geeignet. Das hier ist ein wunderbares Alltags-Around-Messer fürs EDC vielleicht noch und einfach zum Wandern, Brotzeit, ein bisschen was schnitzen, wenn es gerade passt. Wenn man vielleicht, ja, sagen wir mal, man möchte ein paar Würstel grillen, dann kann man nochmal eben schön schnell sich einen Stecker schnitzen, habt ihr ja gerade gesehen. Dafür ist es wunderbar und mir gefällt es einfach. Also ich finde es toll, mir gefällt es wirklich gut. Ich kann es euch empfehlen, der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung drin. Das war es dann auch schon mit dem Messer und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Sehr, sehr warm heute und deswegen bleibe ich jetzt hier draußen noch, bis es dunkel wird, in der Hängematte dann anschließend. Ja, mach's mir da gemütlich. Auf jeden Fall vom Video her war's das jetzt erstmal. Dann bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Danke fürs Reinschauen. Bis dann, bleibt's gesund. Macht's gut. Servus. Ciao.